Musik aus. 30 Sekunden im neuen Renault Clio. Tatsächlich, jetzt gehen wir erstmal die Scheibe gewischt. Ja, hier. Schön ein bisschen. Weil er das da wegen der Sicherheit, wir können das kurz filmen. Hier, da wird das extra für uns noch sauber gemacht hier in unserer 30 Sekunden. Es geht aber übrigens nicht bei den 30 Sekunden ab, weil der Renault Clio ist tatsächlich ein geiles Auto. Der sieht von außen richtig cool aus. Innen ist das wieder so eh. Du hast hier ein Black Panel, riesen Touchscreen. Die Instrumente sind witzig. Die Kleinwagen drehen richtig auf. Das wird mit kleinen, coolen Dieselmotoren kommen. 1500 Kubik, 1200 Kubik. Der TCE, 1 Liter, 1,2 Liter. Die Benziner. Ja, das ist es. Das ist viel witziger als ein Polo. Das ist hübscher als ein Polo. Das fährt wahrscheinlich sogar besser als ein Polo, weil es ja ein Renault ist. Und deine Zeit ist rum. Ist das wirklich so, dass es besser als ein Polo fährt? Ich meine, der Fahrkomfort in einem Polo ist natürlich schon sehr hoch. Und ich muss sagen, verspielte Kunststoffblenden im Lenkrad ist nicht so wirklich mein Fall. Und auch hier, die Mittelkonsole. Ja, das ist irgendwie ganz schick, aber es wirkt mit dem Plastik doch auch so ein bisschen... Das Klavierlack, das... Nein, es ist alles Kunststoff. Es gaukelt dir noch vor, schick zu sein. Trotzdem, der neue Clio ist wirklich ein sehr attraktives Auto und ich muss sagen, die Basisversion ist besser als die RS-Variante. Ja, der RS, das müssen wir nochmal sagen, der Renault Clio RS ist tatsächlich super hässlich. Da fährst du lieber den hier und wirkst mal im Stand den zweiten rein und hast schon direkt im Stand, merkst du, dass die Renault-Getriebe eine Katastrophe sind. Deshalb kauft man dann doch einen VW-Polo. Das war's. Vielen Dank.